WW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt, herzlich willkommen. Mehr Aufmerksamkeit für die hiesige Medien- und Filmwirtschaft. 10 Unternehmen aus Film und Fernsehen, darunter auch BW1-Geschäftsführer Stefan Klarner, haben sich in einem Ausschuss der IHK Reutlingen konstituiert, um den regionalen Wirtschaftsfaktor Bewegtbild mehr in den Fokus zu rücken. Wir haben den Ausschussvorsitzenden Frieder Scheifele von Schwabenlandfilm getroffen. Die fast über 400 Film- und Medienproduzenten im Land sollen ein Sprachrohr bekommen und mehr Aufmerksamkeit in der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist, glaube ich, wichtig, weil viele Menschen achten drauf, wo der Kaffee herkommt, wo die Schokolade herkommt. Aber das, was wir jeden Tag konsumieren an Informationen, das passiert irgendwie relativ beiläufig. Und es ist, glaube ich, wichtig, dass ähnlich wie im Verkehr oder im Tourismus, also in anderen Bereichen, die sehr wichtig sind, auch diese starke Branche Gehör findet. Denn auch Bewegtbild ist ein Wirtschaftsfaktor. Die Zeiten für Film- und Medienschaffende seien gut. Die Ausbildungsmöglichkeiten sind zahlreich. Aber es geht jetzt vor allen Dingen darum, nachdem es die Einrichtung ja schon 10, 20, 30 Jahre gibt, zu gucken, wie siedelt man die Leute an. Und da können wir, die wir hier am Markt sind, natürlich noch viel besser auch der Politik Ratschläge geben oder Einschätzungen geben, was denn vernünftig wäre, was man denn tun kann, um den Film- und Medienschaffenden hier zu helfen. Der Ausschuss will Impulse setzen. Die Filmkonzeption des Landes aus 2008 sollte fortgeschrieben und evaluiert werden. Baden-Württemberg als Medienstandort hätte noch mehr Potenzial. Also das hängt davon ab, was die Verantwortlichen und auch was die Politik haben will. Und da ist also unser Problem. Man will auf der einen Seite will man einen starken Film- und Medienstandort, aber es wird noch längst nicht alles das dafür getan, was man tun müsste. Ich glaube, dass es gar nicht so ein langer Weg wäre, dahin zu kommen. Aber es ist wichtig, dass die Verantwortlichen miteinander sprechen. Die Branche untereinander sei gut vernetzt, aber nach oben hapert es noch. In der Zuständigkeit von 3 Ministerien fände derzeit kein starker Dialog statt, so Scheifele. Der Ausschuss hat nun die Möglichkeit, aus der Praxis zu erzählen. Dafür wurden unterschiedliche Akteure ins Boot geholt. Also es soll eine Mischung sein. Medien sind heute nicht mehr nur klassisch jetzt der Filmproduzent, sondern langfristig, wenn man guckt, es sind ja auch Verlage heute im Bewegtbildbereich unterwegs. Also es geht uns langfristig darum, schon die Bandbreite abzubilden. Wir haben jetzt eine ganz gute Mischung. Wir haben sowohl den Dienstleister bei uns, wir haben den Kinobetreiber bei uns, den Filmproduzent, wir haben den Künstler bei uns, wir haben RTF1 bei uns, wir haben den SWR bei uns, also sowohl öffentlich-rechtlich wie auch privat. Also alle die, die ein Interesse daran haben, ein gutes Programm zu machen, gute Inhalte zu generieren für das Publikum. Und eines war Frieder Scheifele noch wichtig. Man dürfe nicht vergessen, der Filmpionier Karl Lemmle kam aus Oberschwaben und gründete später in den USA die Universal Studios. Die Landtagsfraktionen von SPD und FDP beantragen einen Untersuchungsausschuss zu den Vorgängen an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg. Dort hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage gegen den früheren Rektor, den früheren Kanzler und 13 Professorinnen und Professoren erhoben. Ihnen wird Untreue bzw. Beihilfe zur Untreue vorgeworfen. Die Lehrkräfte sollen unzulässige Zulagen erhalten haben. SPD und FDP werfen der Wissenschaftsministerin Theresia Bauer Grüne vor, sie habe das alles gewusst und gedeckt. So habe sie es versäumt, Strafanzeige zu stellen. Von einer konsequenten Wahrnehmung ihrer Verantwortung als Rechtsaufsicht der Ludwigsburger Hochschule könne keine Rede sein, heißt es in der Begründung. Alle Jugendlichen müssen die Schule mit den Kompetenzen verlassen, die für eine berufliche Ausbildung erforderlich ist. Das forderten jetzt der Baden-Württembergische Handwerkstag und die Bildungsgewerkschaft GEW bei einem gemeinsamen Treffen. Immer wieder müssten Handwerksbetriebe Lehrstellenbewerber wegen nicht ausreichender Kenntnisse in Rechnen und mangelnder Deutschkenntnisse ablehnen, obwohl sie dringend neue Auszubildende suchen, so Landeshandwerkspräsident Rainer Reichhold. Von der Landesregierung kämen aber nur Sonntagsreden, so die Kritik. Lehrstellen würden gestrichen, Unterricht falle aus und jetzt kürze sogar das Kultusministerium die Gelder für die Lehrerfortbildung. Jede Woche würden viele Lehrkräfte Absagen erhalten, weil es nicht genügend Fortbildungsangebote gäbe. Die Politik müsse ihre Hausaufgaben machen, mahnen Handwerk- und Erziehungsgewerkschaft. Aus bislang unbekanntem Grund geriet in den frühen Morgenstunden ein Ferien- und Freizeitheim in Wolfach im Schwarzwald in Brand. Die Feuerwehren Wolfach, Hausach, Gutach, Zell und Lauterbach waren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Personen kamen nicht zu Schaden. Das Freizeitheim ist zurzeit nicht belegt.
Soweit die BB1-Nachrichten jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Webseite unter www.bb1.de. Auf Wiedersehen. Im Norden freundlich mit Sonne und Plusgraden, im Süden Wolken und Minusgrade. Karlsruhe, Heilbronn und Tauberbischofsheim bekommen 1 Grad, Mannheim sogar 2. Unter Stuttgart fallen dann die Temperaturen, Reutlingen, Albstadt und Freiburg sind bei minus 2 Grad. Am Samstag heißt es dann Sonne im ganzen Land, bei Werten zwischen minus 2 Grad auf dem Feldberg und 1 Grad in Mannheim. Im Süden des Landes ist es etwas kälter als im Norden.